Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Minecraft-Insel, YouTuber-Insel. Die haben mich hier anders begrüßt. Junge, Halli, Rabauken. Machen gleich Hide and Seek, deswegen sind alle on. Kann ich mitmachen? Ich weiß nichts von dem Hide and Seek, Alter. Hide and Seek gibt es ja Diamanten zu gewinnen, da sehe ich mich. Ah, da hinten ist einer. Aber eigentlich hatte ich einen ganz anderen Plan in der heutigen Episode. Es sind arschviele online, es ist komplett krank. Mein Plan war nämlich eigentlich eine Tankstelle zu machen. Und ein Ferrari zu craften. Das Problem ist nämlich, wir haben ja in der letzten Episode mit dem Casino ein bisschen Faxen gemacht. Ist natürlich alle richtig. Und naja, da haben wir natürlich, also ich denke, Mike Trimix hat das ja sicher mitbekommen, allein deswegen, weil Candy ihn ein Video davon geschickt hat, wie er an seinem Casino betrügt. Und ich denke, es wird relativ schwierig, denn es könnte sein, dass wir vielleicht aus der Stadt rausgeschmissen werden. Also, das wird auf jeden Fall der Trimix nicht gefallen. Und ich bin gespannt, was seine Antwort darauf sein wird. Wir müssen vorsichtig sein. Sie müssen uns vielleicht ein bisschen einschleimen, vielleicht so ein bisschen Tankstelle. Sagen, hier kannst du kostenlos tanken. Bam, bam, ich weiß, du fährst dicken Lambo. Da ist viel Sprit, ne? Mach mal. So. Aber jetzt gucken wir uns erstmal dieses Hide and Seek-Ding an. Okay, das hat sich jetzt tatsächlich über hingezogen. Eine halbe Stunde, na, okay, ja, habe ich schon übertrieben. 10 Minuten. Auf jeden Fall darf man sich verstecken. Man darf nichts abbauen. Das ist halt schon krass. Das Ding ist, ich weiß halt, wo ich mich verstecke. Das Ding gewinne ich ja anders im Zuki-Zuki. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass es jetzt hier so ein 2-Stunden-Hide-and-Seek wird, ehrlich gesagt. Weil Paulberger Hills ist schon groß. Also, dann guckt euch mal, man kann hier überall versteckt sein. Hallo? Also, weiß ich nicht, Leute, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich so auf so Troll-Basis einfach dahinter, wisst ihr? Dann lasse ich ihn einfach weglaufen und am liebsten würde ich die Tankstelle bauen, während ich mich verstecke. Das wäre eigentlich mal, aber ich kann ja nicht einfach auf meinem Plot rumlaufen. Das ist ja alles quakig. Aber ich dachte mir einfach so auf dumm, wisst ihr, einfach hier, zack, zack. Aber ich sehe ihn gar nicht mehr, ne? Aber der steht da safe. Irgendwie, ich denke einfach hier so auf doof. Hä, wo ist denn der? Wir haben doch da gerade die Antwort gemacht. Ach, da ist er. Ich denke, der hat mich safe gesehen. Scheiße, wartet mal. Wir müssen uns was anderes überlegen. Der hat da auf jeden Fall geillert. So. Wir nähern uns auf unauffälliger Basis. Denkt ihr, der hat mich hier hinlaufen sehen? Ich glaube nicht. Anscheinend wurde Sue auch zum Präsidenten gewählt. Das sind auch ganz neue Erkenntnisse. Jeden Sonntag findet hier wohl eine Präsidentenwahl statt. Das habe ich auch nicht gewusst, das habe ich jetzt dazu gelernt. Also mal schauen, vielleicht werden wir irgendwann ja mal Präsident. Das wäre auf jeden Fall cool. Dann müssen wir mal gucken. So, ich werde mich. Ja, es ist jetzt doof, dass ich dieses Schild da im Inventar habe, aber passt schon. Vielleicht verarsche ich ihn einfach so. Das Ding ist, das Hide and Seek wird Stunden gehen. Für 20 Dias, da kann ich ja. Ich sehe mich eher, dass ich ihn so ein bisschen verarsche, ein bisschen rede. Und dann findet er mich und dann suchen wir zu zweit nämlich eine Person. Und wenn wir da noch eine Person finden, dann bin ich raus. Und dann habe ich Zeit, meine Tankstelle zu bauen. Das wäre eigentlich am liebsten. Weil ich denke, das wird sehr, sehr lange dauern, bis hier alle, weil das ist ja riesig, das Gelände. Das kann 2 Stunden dauern. Ich sag, wie ist das? Und 2 Stunden kann die Tankstelle auf gar keinen Fall warten. Also wir werden ein bisschen rumspawnen hier. 10, 9, oh. 8, 7, 4, 3, 2, 3, 2, oh. 1, Haha. Ich hab doch direkt jemanden gehört. Warte mal, war das Enrico? Enrico, ich hab dich hier direkt am Anfang gehört. Aber Enrico, das Bruder, also, nee. Weil ich jetzt weiß, bin ich nicht Enrico. Ich würde mal sagen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand sich im Zoo versteckt, aber nee, wer wird denn sowas machen? Wir wissen aber, Freunde, dass quasi dieses Voice-Mod, dieses Programm, was wir hier auf dem Server raufgespielt haben, dass die Reichweite relativ weit groß ist. Vielleicht ist irgendjemand bei Stani da hinten und hat von dort geredet, ich weiß es nicht. Aber ich würde mal sagen, wir machen das ziemlich simpel. Ich hab verloren, ich hab verloren. Auf die linke Seite und... das wäre wirklich als ob du hier random hingehst, also, hä? Ehrlich, das war ein 10 von 10 Versteck. Naja, ich sag mal so, hättest du nicht geredet, dann würde ich... Ah, dann nicht. Ah, okay, ja, gut. Weil du aber geredet hast, bin ich davon ausgegangen, okay, hier muss ja... Ja, okay, aber ich wäre ein bisschen aber übertrieben. Danke dir für deinen Tipp. Ja, lass mal einen finden, wir fetzen jetzt Banks, jemanden. Genau, das ist jetzt deine Aufgabe. Du musst mir jetzt dabei helfen, jemand anderes zu finden. Ja, das Ding ist, ich weiß, wo einer ist, aber ich will jetzt halt nicht snitchen, ne? Also ich also, sag mal so... Auf jeden Fall, wenn du mit den Konsequenzen klarkommen kannst, dann kannst du das gerne machen, sei ich dir ehrlich. Puh, nee. Also wenn du sagst, ey, die Person, die wird vielleicht gegen mich schießen oder sonst was machen, aber dir ist das vielleicht egal, dann kannst du das gerne machen. Nein, lass uns mal runtergehen. Ja. Ja, okay, top. Dann lass uns mal hier bei dem Wohnviertel da unten suchen, auf Paulberger Hills hier, dort drüben. Da, wo man quasi also ich hätte eine heiße Vermutung, vielleicht. Okay, dann hau mal raus, erzähl ja, mir mal. In dem Casino gibt es einen Geheimgang, da könnte halt einer rumlungern. Oh, das ist echt eine gute Idee. Oder? Das kenne ich gar nicht. Woher kennst du quasi diesen geheimen Ort dort drin? Ja, das ist Zufall.
Da könnte halt Candy sein. Hier habe ich nämlich Candy gestern gezeigt. Okay, da bin ich echt gespannt. Ich vertraue dir. Ich denke nicht, dass du mich irgendeine deine Falle lockst oder irgendwie ja. Zeit vorbeigeht. Aber da bin ich echt gespannt. Zutritt nur für Mitarbeiter. Sag ja, hier, mal so, als Präsident gebe ich uns beiden mal die Erlaubnis, dass wir hier rein dürfen. Dass du Präsident bist, ist schon krank, ey. Ja, hier, guck dir das mal an. Ja, ich sag mal hier. So, wo warst du denn eigentlich im Stream? Wir machen das jede Woche. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ehrlich gesagt. Jede Woche hat mir keiner gesagt. Dann müsstest du vielleicht einfach Sonntag dann nächstes Mal dabei sein. Wer weiß, vielleicht wirst du auch gewählt. Aber boah, hier wäre aber auch ein wildes Versteck gewesen, sei ehrlich, hier so. Absolut, also irgendjemand, der komplett... Hier, MBK, der war doch komplett grün, vielleicht er. Hm, auch nicht, ne? Oder? Ey, ich wurde so verraten! Ach, das haben andere geschrieben, das habe ich gar nicht gecheckt. Ey, ich wurde so verraten, das ist so traurig. Krass. Gut, Banks. Wie kommen wir jetzt hier raus? Habt ihr eine Spitzhacke dabei? Und Ryan muss mir jetzt helfen. Dann bin ich raus. So, krieg ich meine 20 Dias? Du bist leider draußen. Ach, scheiße. Na gut, egal. Dias. Genau. Das ist, also, die werden, da bin ich mal gespannt, die werden ewig suchen. Die Leute zu finden hier, guck mal, überleg mal allein, ich hätte mich in dem Geheimgang versteckt. Sue hätte nicht mal gewusst, dass es den gibt. Oder ich wäre einfach random da in die Villa geflogen, in die hinterste Ecke gelaufen. Bruder, ich glaube nicht, der weiß nicht, worauf er sich eingelassen hat. So, wir kümmern uns jetzt um die Tankstelle. Wir haben hier zu tun wie in der Ernte. Das heißt, wir multiplizieren dafür erstmal unsere Canola-Seeds. Sehr, sehr geil, dass wir das nämlich gefunden haben. Ja, da verbrauchen wir erstmal ganz kurz hier das ganze Knochenmehl, bauen die ganze Geschichte ab. Aber ich sag euch, mein Versteck hätte funktioniert. Wenn ich da nicht rumgetrollt hätte, das hätte safe funktioniert. Was ist das schon mit meinen Knochenmehl? Habe ich nicht, oder wie? Verdammt, okay. Ach doch, warte. Hier waren noch 5 Knochenmehl, wir gehen nochmal rein. Bam, das war's. So. Jetzt mit der Hacke machen wir ein schönes Canola-Seed-Feld. Bam. Zack, alles rein hier mal machen. Perfekt. So, jetzt hier rein. So, ich habe 7 Canola. Das ist schon mal super. Jetzt brauchen wir aber ein paar Maschinen. Dafür brauchen wir sehr viel Eisen. Wie viel Eisen habe ich denn? 55, das könnte tatsächlich reichen. Vielleicht brauchen wir aber auch noch mal ein bisschen mehr. Mal gucken. Die suchen hier so wild. Zuerst brauchen wir ein bisschen Bruchstein. Wartet mal. Wir brauchen nämlich zuerst einen Kolben. Mit Hilfe dieses Kolbens können wir eine Mühle machen. Und mit Paulberger Hülsen, die snitchen sich ja alle gegenseitig komplett krank, ne? Damit habe ich natürlich gar nicht gerechnet. Es könnte sein, dass man die natürlich dann schneller findet. So, jetzt machen wir mal einen Kolben. Redstone müssten wir haben. Perfekt, zack. Jetzt geben wir nutzen mal ein bisschen dieses Crafting-System, dann sind wir ein bisschen schneller. Kolben. Auf dem... ich kann das nicht benutzen. Ist nicht auf dem Server installiert. Okay, wartet. Wir brauchen Holz. Diesen Kolben ummanteln wir jetzt mit Eisen und das wird eine Ölmühle. Diese Ölmühle, wo machen wir die Tanker am besten? Nee, so direkt an die Hauptstreet, ne? Aber dieses ganze System sollte natürlich lieber unterirdisch sein. Weil wir müssen uns vielleicht so eine Art... Wir bauen uns mal so eine Treppe hier runter. Ich würde sagen, man geht hier so eine Treppe runter. Ja, wäre natürlich geil, wenn mein ganzes Grundstück nicht unter Wasser wäre. Mann, ey. Die snitchen sich alle so krank gegenseitig. Alter, ich habe irgendwie... Warte mal. Ich habe eine geile Idee. Deswegen, ich weiß nicht, wo der Flughafen ist. Das ist ein bisschen das Problem. Ich habe so eine Idee, dass ich vielleicht einen finde und mäßig den erpresse, dass er mir die geben muss, sonst verrate ich, wo er ist. Ha, das wird eigentlich übel lustig, oder? Aber ich gebe denen den Dia natürlich. Die Tiere im Zoo haben Hunger. Blackjack. Dich check ich ab, Alter. Komm her. Digga, die verraten so krass gegenseitig ihre Verstecke, das ist unnormal. Ich versuche jetzt. Ich höre Raketen. Oh, ja, oh mein Gott. Da. Safe, das war ein anders kranker Tipp. Der hat komplett ja, das war zu heftig. Oh nein! Das okay, bei Blackjack, so bei Blackjack im Haus. Wir haben die Regeln geändert, weil ich echt lange brauche, um alle zu finden. Wenn du willst, kannst du mitsuchen. Candy, Alter, dich hat man ja wirklich durch die ganze Map gesehen mit den Raketen. Ey, was war das denn? Ich darf mich sicher gefühlt. Ich habe ja eigentlich einen ganz anderen Plan. Ich suche jemanden, den ich dann erpresse um Diamanten, sonst verrate ich sein Versteck. So ein Ding habe ich nämlich hier vor. Oh, wow. Was? Sag mir den Namen, wir machen 50-50. Ich hab ja noch keinen gefunden, Mann. Ich schweige wie ein Grab. Schon wieder diese Pfeile. Banks. Lukas ist safe in seiner Burg. Okay. Ja, safe. Burg? Welche Burg? Ich muss mal meine Raketen rausholen. Wo sind meine Raketen? Hol mal deine Raketen raus. Flieg da hin, Stu. Candy, drop mir mal ein paar Rockets. Na hier, nimm die Raketen hier. Danke. Und jetzt flieg. Wie ein Vogel. Ab zum Flughafen. Bro, ich kann es nicht glauben, wirklich. Ich kann es wirklich nicht glauben. Oh mein Gott, ey. Ich kann mich nicht sehen. Das ist krank, wirklich. Das ist so schön, oh, so was
Heiligen. Er ist anders abgezogen, wirklich krank, ey. Brennt, Junge, wer schießt mit Feuerpfeilen? Ey, René, aber irre, dass du dich vor mich gestellt hast. Das ist ja wirklich krank. Stu hat den da nicht in der Ecke stehen sehen, ne? Das ist ja komplett krank, Alter. Ich Junge. Ich hab nur zwei Raketen, das wird eng. Ich hab welche. Hier. Ich hab nicht mal eine Elytra. Kann ich Lukas ein bisschen mehr nerven? Ich hab eine Elytra, wenn du möchtest. Wow, ausgeliehen. Geil. Ja. Würde ich nicht nein sagen. Warte, komm, direkt seine Brustplatte aus. Direkt ready. Du musst mitkommen zur Ender-Chest oben bei der okay, aber die Leihgebühr beträgt ein Diamant. Ich hab dich gestern pro so Minute krank mit Diamanten versorgt. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Zieh ja, ihn okay ab, Mann. Oh, der Witz, ey. Ey, warte mal, wer hat denn hier... Hat ihr gerade ein Versteckter geredet? Nee, ich hab nichts gehört. Hey, hat gerade jemand gesagt, zieh ihn nicht ab? Ja, aber ich hab die Verzauberung nicht drauf. Ich kann dir aber Koordinaten für einen Villager geben mit Verzauberung. Korrekt, Reparatur meinst du was? Ja, und Haltbarkeit. Ah. Du kannst du die schneiden. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Flughafen ist, wäre es gut. Du stehst doch drauf! Ach so! Das ist. Das hab, ach so, das hab ich nicht gecheckt. Da ist das Bösebusch. Ja, jemand hat hier so eine Tröte. Ach, Banks, Glückwunsch zu Elytra. Du warst anders laut, wo bist du? Ah, ich hab ihn! Nicht verraten. Ja, nee, ich sag nichts. Also der Fokus ist gerade MBK. Ich weiß, da hinten haben wir hier diese Geräusche. Ey, ist das ja ganz. Gib dir einen Hinweis. Nein, Blackjack, komm auf. Das ist krank, ey. MBK hat diesen grünen Skin, deshalb sehe ich ihn nicht. Tu mal deine Mitmenschen begutachten. Ja, Blackjack, sag doch die Koordinaten direkt. Ey, Jungs, oh mein Gott, das sieht man nicht. Also, Real Talk, das sieht man einfach nicht. Chat, schreib das mal unten in die Kommentare. Ich baue eine Tankstelle. Oha, fette Crib. Es gibt doch schon eine Tankstelle. Echt? Ja, im Gewerbegebiet, die habe ich gebaut. Ach du? Ja, da sind wir jetzt auch Konkurrenten. Max. zusammen. Shell. Die haben eine Shell-Tankstelle, mach irgendwie Aral oder so. Okay, der hat also schon eine Tanke. Das heißt, wir haben da Konkurrenz. Aber eigentlich wollte ich das auch gar nicht so dick aufziehen. Ich wollte das mal Stream Machines vielleicht. Ich wollte das eigentlich erstmal für mich selbst alles organisieren. Also wir haben ja jetzt auf jeden Fall diese Ölmühle. Die müssen wir aber antreiben. Dafür brauchen wir eine Kurbel erstmal. Die machen wir ganz easy mit 3 Stigos. Wir brauchen aber mehrere, also kann ich direkt mal 2 craften. So, als nächstes benötigen wir hier einen, lass mich mal ganz kurz nachgucken. Wir brauchen auf jeden Fall ein Kabel. Oh, jetzt wird's kompliziert, wir brauchen Wolle. Ach du Scheiße, wir brauchen Wolle und wir haben keine Wolle. Wir brauchen eine Schaffarm. Da brauchen wir Leinen. Da brauchen Slime für eine Leine. Uff, jetzt wird's tatsächlich kompliziert. Lass mal eine Schere machen. Ich meine, wir haben ja echt eine Menge Dias. Ich denke, wenn wir da, vielleicht kann man hier irgendwo Wolle kaufen. Warte mal, vielleicht weiß, kann doch, ich habe ja jetzt eine Elytra, ich kann ja so schnell moven, ey. Vielleicht hat ja Amir auch Wolle zu verkaufen. Das wäre doch geil. Der hat da auch eine Baba-Mob-Farm, ne? Ey, würde ich, Amir ist hier der King, Alter, von Insel. Ich sag das ehrlich. So. Hat der hier irgendwo Schafe? Muss mal gucken. Hat er mein Geschenk schon genommen? Hä? Er war immer noch nicht da, krank. Er hat auf jeden Fall eine Kuhfarm. Hier sind Schafe. Ist hier Wolle? Aber hier ist keine Wolle drin. Warte mal, die funktioniert nicht so wirklich, die Farm, ne? Ah, hier sind Scheren drin. Okay. Oh yeah. Komm mal her. So, ich habe aber leider keine Leinen. Ne? Wir bräuchten dafür ein Sumpfgebiet. Warte mal. Habe ich da nicht gerade einen Sumpf gesehen? Nee, sah nur so aus, verdammt. Ich habe auf jeden Fall schon Dschungel gefunden, mehrere. Also einen großen. Noch ein Schaf, bumm. Noch ein Schaf, bumm. Zack. Oh, wartet mal. So. Nice. Okay. Jetzt haben wir schon mal... Ah, noch ein Schaf. Die heftigste Schafgänge überhaupt. Komm mal ran. Was brauchen wir denn nicht? Hier, Erde brauchen wir nun wirklich nicht. Haben wir vielleicht noch ein Schaf? Ein weißes am besten. Ah, ich habe eins gehört. Aha. Schick dich mal nicht, Kollege. So, danke. Kuss. So, wir brauchen aber auch... schwarzen Farbstoff, ne? Das ist halt die Sache. Das heißt, wir suchen mal ein Squid. Hier ist keiner? Perfekt. Hier müssen doch welche sein. Delfin. Da ist einer. Komm her, mein Guter. Boah, perfekt, Leute. Damit haben wir alles.
Bob. 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 Ich sollte es natürlich auch aufsammeln, ne? Da liegt's. Wir schmeißen weg. Shit. So. Wir haben noch so viel zu tun, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Looting. Wir brauchen mal eine geile Rüstung. Wir müssen irgendwie mal auf eine richtig dicke... Wir brauchen eine Diamanteinnahmequelle. Aber ich sag mal, die beste Quelle sind halt Raketen. Weil die braucht immer jeder, ne? Aber Raketen, es gibt halt jetzt alles schon. Wir müssen irgendwie darauf warten, dass eine neue Mod hinzugefügt wird. Und dann direkt über Grind. Ich denke, es werden eh regelmäßig jetzt welche hinzugefügt. Also gucken wir mal, Leute. Vielleicht klappt das ja. Boah, hier anders platt gemacht. So. Bup. Moin. So. Genau. Jetzt wollten wir einen... Zuerst machen wir mal ein Dynamo. Das brauchen wir auch noch. Bumm. Zack. So. Ich habe hier viel zu viel Kram, das ist krank. So, aber die Wolle werden wir brauchen. So, Dynamo platzieren wir hier, Kurbel platzieren wir drauf. So können wir Strom erzeugen, ganz einfach. So, das kommt ja aber nicht hier an. Und hier tun wir übrigens das Canola rein, ne, was wir... Oh, hier können wir auch wieder dick Canola ernten. Warte mal, das war mal ganz kurz. Weil wir müssen hier wirklich, wenn wir mit der anderen Tankstelle konkurrieren müssen, müssen wir hier wirklich... Da müssen wir investieren auch, Leute. Canola rein, 16, so. Das braucht aber Energie. Und diese Energie von diesem Dynamo, was wir hier erzeugen, in diese Presse, in diese Mine, müssen wir mit einem Kabel, deswegen wollten wir auch ein Kabel haben, einfach 3 Wolle. Easy. Bam. So. Und jetzt machen wir ein Kabel. Wie geht ein Kabel? Einfach, oh, das ist teuer aber tatsächlich, ne? So, so, so. Kabel. Wir verbinden das beides. Boom. Und jetzt seht ihr schon, das dreht sich. So. Und jetzt müssen wir hier kurbeln, damit das Teil da rechts Strom kriegt. Und hier seht ihr 43% dieses Canola verarbeitet. Wir machen das jetzt mal so lange, bis das ein bisschen was hat. Und dann geht's weiter. So, das sollte reichen. Genau, jetzt haben wir einen Canola-Cake. Das ist praktisch, das ist wie Getreide. Also das kannst du jetzt nicht essen. Aber das kannst du zum Beispiel benutzen, um Kühe zu vermehren. Zum Beispiel, ne? Das ist ganz praktisch, lassen wir erstmal drin. Hier haben wir jetzt das Öl. Ne? Jetzt brauchen wir aber noch was Zweites. Wir brauchen jetzt einen Blast-Furnace. Für einen Blast-Furnace machen wir einen Ofen und um diesen Ofen drumherum Eisen. So wie man sich es halt denken könnte auch. Ne? So, das platzieren wir hier. Jetzt machen wir hier ein Kabel. Aber wir können halt nicht beides, glaube ich, antreiben. Da müssten wir ein Kabel dann rausnehmen. Aber ist kein Problem. So. Alter, die killen sich. Okay. Hier machen wir jetzt einfach Holzstämme rein. Haben wir einen Holzstamm? Ja, perfekt. Hier machen wir Holzstämme rein. Und damit produzieren wir Methanol. Ne? Das heißt, warte, ich muss mal kurz testen, wenn ich jetzt hier... Bum, 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 bum. Das funktioniert nicht. Ne? Ja, ja, der verarbeitet erst das. Aber was ist, wenn ich das rausnehme? Da macht er einfach nichts. Verdammt, okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall das Kabel hier kurz abbauen. Aber ist kein Problem. Und jetzt seht ihr, burnt der Ofen. Ne? Und wenn wir diese Flüssigkeit haben, müssen wir Methanol und Öl zusammen fusionieren, okay? Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, weil wir haben schon so viel erlebt, das war krank. Aber ich will vorher erstmal zum Gewerbepark. Hier ist die Tanke, ich sehe es! Hä? Die ist doch neu! Bruder, die ist... Die war doch beim letzten Mal, als ich auf dem Server da noch nicht da. Die ist brandneu, die verdammte Tanke. Shell-Tankstelle, Treibstoff und Diamant. Okay, die haben da wirklich Biodiesel drin, ne? Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin, da weiß ich nicht. Eiswürfel, 2 Dia. Wie produzieren die das? Das muss eigentlich unterirdisch sein. Ich will das mal herausfinden. Ich will mir das mal angucken. Hier, wir machen mal eine kleine Secret-Expedition. Das muss doch eigentlich hier irgendwo sein. Haben die hier gar nichts? Ach, die transportieren das immer hier hin, oder was? Nee, das ist ja quatschig. Das wird bei meiner Konkurrenztankstelle besser, oder? Aber sieht schon geil aus, ey. Haben sie schon sehr geil gemacht. Junge, was kommt da raus? Lass mal gucken. Mal das kurz anschauen. Was? Ich kann dir wirklich dein Auto waschen. Aber wo kommt das her? Alter, die guckt doch gerade keiner, oder? Ich will mir das mal ganz kurz angucken. Nee. Tatsächlich transportieren die das immer hier hin. Okay, interessant. Alter, da. Warte mal. Was hat denn der da? Ich muss mal essen. Was hat denn der da für einen geheimen Kistenraum? Junge, die haben alle dieses automatische Sortierungssystem, ne? Das ist schon krank. Guck mal. Eisen, guck mal. Ja, da hat natürlich nichts. Ah, doch. Wir haben heute einfach 5 Dias drin. Beste Kistensortierung, EU. Aber hier haut alles hin. Hier haut alles hin. Das war anscheinend irgendwie, weiß ich nicht. Na, okay. Es wäre eigentlich lustig, genau eine Tankstelle daneben zu setzen. Einfach so ein Candy ein bisschen zu provozieren oder so. Joke. Einfach genau daneben eine gleiche Tanke.
Okay, dazu müssen wir aber erstmal die Produktion an den Start kriegen. Wir haben schon gut Fortschritte gemacht. Es ist eigentlich gar nicht mehr viel. Wir müssen nur die beiden Flüssigkeiten verbinden. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Das machen wir in der nächsten Folge. Warte mal, wer hat denn hier? Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Würde ich mich sehr freuen. Abonniert den Kanal natürlich für mehr Minecraft Insel. Würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.